liebe Leute, heute besuchen wir mal den Kunsthandel Köhnen hier auf der Karolingerstraße. Den gibt es hier schon etwas länger und der hat auch ganz interessante Objekte geöffnet. Mal einfach mal rein. Schau an, wo ist denn der Hausherr? Hallo. Ja, da ist er ja. Hi. Peter Köhnen, kriegst mal die linke von mir, weil ich in der rechten habe ich die Kamera. Ja, das ist ja ziemlich voll hier, voller Kunst. Wo kommt die denn her? Von ganz unterschiedlichen Wegen. Also wir arbeiten mit vielen Künstlern direkt zusammen. Es gibt natürlich auch Großhandel, Großhändler, ja, die Bilder vertreiben, die wir dann kaufen. Ja. Aber am schönsten sind natürlich die Sachen, die wir selber mit den Künstlern machen. Also du produzierst auch Kunst, oder? Ich persönlich bin kein Künstler, mache also nur den Vertrieb. Aber es ist schon so, dass wir viele Sachen in Absprache mit den Künstlern machen. Ja. Du hast auch viele Bocholt-Produkte. Ich habe letztlich auf Bocholt Live noch gesehen, hast du noch eine Collage, glaube ich, ausgestellt. Ja, ja. Genau, ja, dann kann ich dir zeigen. Ja, ja. Hier haben wir die, die ich jetzt bei Bocholt Live gezeigt habe. Das ist jetzt die zum Beispiel, speziell diese hier. Die ist von dem Klaus Schenk. Und also der kommt aus Bayern. Witzigerweise ist er noch nie in Bocholt gewesen. Also wir haben, ist echt lustig, aber... Er macht so Auftragskunst, oder wie ist das? Ja, also genau. Ich habe jetzt da zum Beispiel auch noch ein Bild, ich weiß nicht, ob wir das mal durchschwenken können. Hier habe ich zum Beispiel ein Bild bei ihm bestellt, da brauchte ich was von Düsseldorf. Ja. Ist gestern eingetroffen. Ja, super. Und was toll bei ihm ist, ist eben, dass er sich die Stadt vornimmt, das heißt also entsprechende Bilder, die er dann zu einer Collage zusammenstellt und die dann mit handgemalten Elementen, hier zum Beispiel so diese... diese tiefen Wirkung, die ihr da reinbekommt, ja, dann diese Figuren oder hier so aufgelegte Elemente, also dadurch bekommt das eine unheimliche Tiefe. Ist super geliked worden bei Bocholt Live, auch viele Kommentare gewesen und wir haben von ihm ganz viele Sachen. Ja, da sehe ich auch nochmal, das läuft glaube ich auch ganz gut, ne? Das ist von Fritz Brauwers. Das ist ein Bocholter. Ein Freund von mir, Fritz Brauwers, ja, mittlerweile über 80 Jahre alt. Ja. Und das ist jetzt das Originalbild, was wir von ihm haben. Mhm. Und dann habe ich ihm und zu ihm gesagt, Mensch, das ist so ein tolles Motiv. Wenn wir das jetzt einmal verkaufen, das ist irgendwie zu schade. Also was hältst du davon, wenn wir das vervielfältigen? Und dann haben wir das mit einem ganz besonderen Bilderscanner, den besten, den es auf dem Markt weltweit eigentlich gibt. Eine deutsche Firma, Kruse heißt die. Haben wir das gescannt. Und jetzt gibt es das Bild auch in, müssen wir nochmal ein bisschen durch den Laden hier gehen. Ja, kein Problem. Schau mal, das ist jetzt hier 30 x 45 cm groß. Ja. Und das wird dann gescannt und auf Leinwand gedruckt. Und wenn du das hier siehst, wenn du die einzelnen Farbflächen hier siehst, du meinst wirklich, du könntest das so abknibbeln oder fühlen. Das ist also so toll. Das haben wir jetzt mal in der Größe. Oder schau mal hier drüben. Haben wir das auch mal in verschiedenen Größen. Aber damit wird es doch beliebig vervielfältigbar, oder nicht? Also es ist schon so, dass wir natürlich, dass in Bocholt einige Leute Interesse an dem Bild haben, aber wir verkaufen nicht Tausende. Ne? Ja. Aber so oft, wie wir es eben verkaufen können, machen wir das schon. Aber es ist schon beliebt in der Größe und auch in anderen Farben und so weiter. Ne? Nirgends besser als in Bocholt. Die Bocholter wollen dann auch noch immer Bocholter Kunst haben. Ja, da haben wir natürlich auch noch einiges gemacht. Ist gut, dass du es mir sagst. Wie auf Stichwort, oder? Unsere Bocholt-Ecke. Die Bocholt-Ecke, ja. Also wir haben, das ist zum Beispiel auch ein Motiv von Fritz Brauwers. Das ist ein Taschenspiegel. Mhm. Sehr beliebt. Ja. Preise nehmen wir hier mal nicht, aber sehr günstig. Nee, Preise stehen ja dran. Genau. Oder zum Beispiel so ein Pillendöschen hier. Hey. Auch tolle Produkte. Aber was auch sehr gern genommen wird, sind dann so Magnete. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel, wo die ganzen Bocholter Buchstaben ausgeschnitten sind. Und die Sachen haben wir selber gemacht. Also ich habe jetzt nicht selber mit einer Stichsäge die ausgesägt, sondern wir haben es da, wo es gemacht werden kann, organisiert und überlegt, wie können wir das zusammenstellen und so weiter. Ne? Oder hier zum Beispiel auch das Bocholter Meckermann-Täschchen. Was packt man da rein? Sache. Kleine Utensilien, frag deine Frau. Die weiß es am besten. Die Damen mögen sowas. Ja. Und im Urlaub oder sowas, in der Familie. Medikamente oder keine Ahnung, Schminken. Alles made in Bocholt. Nee, das wird doch in China hergestellt. Oder? Nee, nicht in China, nein. Das machen wir in ganz kleinen Stückzahlen. Ja. In China müsste ich einen ganzen Container kaufen. Deswegen, das ist das vorhin, wo wir sprachen von den Stückzahlen. Also sind ja nun mal in Bocholt, da sind die Stückzahlen ja doch irgendwo begrenzt die Möglichkeiten. Ja. Also man kauft nicht etwas, was jetzt zu Tausenden hergestellt ist.
Also, und das kann man jetzt hier nur bei dir kriegen oder gibt es das auch im, beim Stadtmarketing oder sonst was? Genau, wir haben verschiedene Geschäfte. Wir haben zum Beispiel bei der Touristinfo kann man einige Sachen kaufen. Dann in der Buchhandlung Seitenblick kann man die teilweise kaufen. Oder beim Lotto-Toto-Geschäft Kunst oder im Textilmuseum. Die kaufen das teilweise dann von uns und bieten das dann da auch an. Ja. Super. Ja. Alles made schön in Bocholt. Schön, dass ich das mal erklären durfte. Aber viele sind dann echt überrascht, dass wir es eben selbst uns die Ideen einfallen lassen. Ja, hat sich doch gelohnt, der Besuch. Schauen wir mal, wir gucken uns demnächst öfter in Bocholt um, auch in Geschäften, um einfach auch mal zu zeigen, was gibt es denn hier zu kaufen. Also, dranbleiben, beim nächsten Mal wissen wir noch nicht wo, aber wir sagen rechtzeitig Bescheid. Danke.